Referate mit Stil, von der Themenfindung bis zur Bewertung, mit zahlreichen Tipps für tolle Referate, die allen Spaß machen. Jetzt überall, wo es Bücher gibt. Seid besonders recht herzlich zu einem neuen Vlog willkommen geheißen, weil ich nämlich seit Wochen das erste Mal wieder einen drehe und dann auch noch von draußen. Und das irgendwie in sowas wie Herbst oder so. Spätsommer war noch nicht. Also weiß nicht, ob ich es schon Herbst nennen kann. Wie dem auch sei. Gruppenarbeit ist heute mal das Thema des Tages. Natürlich bezogen auf Schule und als Schüler und eigentlich auch jetzt fand ich das immer ziemlich doof. Warum? Ist auch ganz einfach. Ihr kennt das alle. Gruppe heißt ja mindestens drei Leute. Und es gibt genau drei Kategorien Schüler, wenn es um Gruppenarbeit geht. Einer, der alles macht, einer, der nichts macht und einer, der da genau zwischendrin liegt. Ja, ich mache hier was und da was, aber alles nicht und nichts mache ich aber auch nicht. Ich war immer der mittlere Kandidat. Na, fast immer. Ich war auch mal, je nach Fach und Thema, einer von den anderen beiden. Aber genau das ist halt das Problem bei Gruppenarbeit. Es gibt ja dann wieder zwei Typen, ja nicht unbedingt Lehrer, aber der Arten, wie man es bewerten kann. Gruppenarbeit, manchmal dauert es eine Schulstunde, manchmal nicht mal das, manchmal dauert es ein ganzes Jahr. Und manchmal wird man als Gruppe benotet, also alle kriegen die gleiche Note und manchmal einzeln. Und ja, gut, klar, die Einzelbenotung ist ja viel fairer. Aber andererseits, warum macht man dann Gruppenarbeit? Der Sinn und Zweck von Gruppenarbeit ist ja, dass eine Gruppe oder vielleicht auch alle Gruppen ein Thema bekommen und dann dieses Thema Unterpunkte hat. Und in der Gruppe macht jeder ein, zwei, drei, je nachdem, Unterthemen und stellt es dann den restlichen Leuten in der Gruppe vor, damit nicht alle alles machen müssen. Damit also nicht einer in der Gruppe der Depp ist. Bloß, wenn es ums Lernen geht, ist Egoismus ja das Einzige, was funktioniert. Das ist sonst im Leben eigentlich nie was, was einen voranbringt, aber in der Schule musst du alle deine Noten immer selber machen. Das gilt auch, wenn du abschreibst. Du musst es ja trotzdem selber abschreiben, ne? Jetzt kommst du da an, hast Gruppenarbeit und musst nur einen Teil der Arbeit machen. Okay, die anderen machen halt die anderen Teile und am Ende weißt du trotzdem alles, also im Idealfall. Ja, kann man lernen, wie man zusammen was erarbeitet, aber die Note, die man bekommt, was ist es jetzt? Was ist fairer? Sollten jetzt alle dieselbe Note für die gesamte Gruppenarbeit bekommen oder jeder seine Einzelnote? Weil es ist beides irgendwie doof. Also wenn halt einer in der Gruppe alles macht und das ist halt Arbeit für drei Leute, dann kann der unmöglich die ganze Arbeit machen. Dann bleibt halt was auf der Strecke und alle kriegen sie dann, sagen wir, eine 2. Ist ja noch gut. Nur die anderen beiden in der Gruppe, oder wie viele auch immer es sind, die haben die 2 nicht verdient, weil die haben nichts getan. Aber das, was du am Ende vorstellst als Gruppe, das sieht ja aus, als ob es alle getan hätten. Toll. Hätten alle mitgeholfen, hätte es vielleicht sogar zu einer 1 gereicht. Auf der anderen Seite wird jeder einzeln benotet. Wie machst du es dann? Worauf guckst du als Lehrer? Worauf kannst du als Lehrer gucken? Bei Gruppenarbeiten im Unterricht kannst du ja noch schauen, wie sich die einzelnen Leute verhalten. Macht jeder mit und so. Aber wenn es dann eine längere Gruppenarbeit ist, die man zu Hause anfertigt oder als Referat vorstellt, das hatte ich zum Beispiel in der Schule oft, da kannst du als Lehrer ja nicht kontrollieren, wer welche Arbeit gemacht hat. Du kannst nur angucken, wer was vorgetragen hat. Und dann ist es wieder fair, wenn jeder gleich viel vorträgt, was aber ja nicht unbedingt der Fall ist. Und dann kriegt jemand, der weniger vorträgt, eine schlechtere Note. Oder jemand, der die einfachen Dinge vorträgt, ist ja auch nicht fair. Ich meine, einer muss es ja machen. Also richtig machen kann man das eigentlich nicht. Und genau deshalb und noch aus einem ganz anderen Grund fand ich Gruppenarbeit in der Schule immer so doof. Weil egal wie die Benotung dann war, es war irgendwie immer unfair. Entweder ich habe Noten bekommen, die ich zu schlecht fand dafür, was ich getan habe. Oder ich habe Noten bekommen, wo ich mir gesagt habe, wieso hat jetzt der andere auch so eine gute Note gekriegt? Der hat gar nichts gemacht. Das ist einfach unfair. Also warum die Mühe machen? Und natürlich, klar, das Zusammenarbeiten, Lernen, das ist echt wichtig. Das brauchst du besonders im Berufsleben später, in fast jedem Beruf sehr, sehr oft. Aber beim Lernen, na, ich weiß ja nicht. Das ist dann auch, ich fand das immer so furchtbar ätzend, wenn es dann nächstes machen wir Gruppenarbeit. Uch.
dann, ich weiß nicht, manchmal hat dann jede Gruppe tatsächlich eine andere Aufgabe gehabt und in der Gruppe dann jeder wieder seine eigene Aufgabe. Manchmal hat aber jede Gruppe dasselbe Thema behandelt. Und am Ende hat jede Gruppe vorgestellt, was sie rausgekriegt hat, und hat man sich irgendwie bei 5 Gruppen 5-mal dasselbe anhören müssen. Und am Ende kriegt man dann eine Note, und die ist in Abhängigkeit davon, ob man genauso gut gearbeitet hat wie die anderen Gruppen. Ja, wow. Wenn ich also als letzte Gruppe drankomme, muss ich eigentlich gar nichts gearbeitet haben. Ich sage einfach das, was die anderen Gruppen auch schon gesagt haben. Das war so ziemlich das Dämlichste, aber das haben wir Gott sei Dank auch nicht so oft gemacht. Nee, was bei uns eigentlich meistens der Fall war, du arbeitest halt in der Gruppe und am Ende stellt das einer aus der Gruppe vor. Und das ist dann nicht derjenige, der als erstes die Hand hebt und sagt, ich mach das, sondern derjenige, der sich am wenigsten dagegen wehrt. Und, ja gut, ich glaube, das war bei uns eigentlich nicht gerecht verteilt. Je nachdem, in welchem Alter man war und welches Thema es war, gab es auch mal Momente, wo dann einzelne Schüler gesagt haben, ich möchte vorstellen. Aber meistens, gerade so auf der Realschule, also in der Pubertät, war es dann eher so, dass keiner wollte und der am wenigsten Arbeit gemacht hat in der Gruppe, dem hat man das dann aufgebrummt. Mit den Worten, du hast ja sonst noch nicht viel gemacht. Dann haben sich alle anderen immer so versucht zu verstecken. So nach dem Motto, ich habe eigentlich auch nicht so viel gemacht. Aber nee, der soll das mal machen. Und das ist dann so toll. Ich meine, gemeinsam in der Gruppe arbeiten ist eine Sache, aber wenn dann einer das vorstellen muss, und klar, das spart wahnsinnig viel Zeit, dann ist das ist ja was ganz anderes. Es ist was anderes, ob ich vor der Klasse stehe und vortrage, was wir jetzt da erarbeitet haben, oder ob ich in einer kleinen Gruppe was erarbeite. Und dann wiederum stelle ich vor, was man erarbeitet hat, und habe es aber selber vielleicht gar nicht geblickt, weil ich ja gar nicht so viel gemacht habe. Und wenn ich dann beim Vortragen was vergesse, dann kriegt wieder die ganze Gruppe eine schlechtere Note, weil ich es halt vergessen habe. Aber die Chance, dass die anderen halt dann mithelfen, die gibt auch nicht jeder Lehrer. Also die meisten der Lehrer, bei denen ich das so erlebt habe, die haben dann schon gesagt, dann weiß die Gruppe noch was, dass sie irgendwas, was sie ergänzen wollen oder so. Aber naja, ne? Irgendwie ist es so, Gruppenarbeit und ein Thema vorstellen, das sind einfach zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Und darum habe ich mich vor Gruppenarbeit immer so, ja, gefürchtet, wäre vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber ich habe das echt nicht gemacht, weil manchmal muss man es vorstellen, also man muss es immer vorstellen, aber manchmal als Gruppe und manchmal als Einzelner. Wir hatten mal in diverse Referate, habe ich ja in Gruppe vorgestellt. Ich habe mal eins in Rallye gemacht mit ein paar anderen Mädels. Erfern deswegen, es waren nur Mädels. Und wenn ich mich jetzt nicht täusche, jede Gruppe hatte ein Thema, eine andere Religion, die sie vorstellen mussten, sowas. Und wir als Gruppe hatten, es war halt keine Religion mehr übrig, hatten dann das Thema Glauben an sich. Dachte ich gerade, da wäre ein Pferd ausgebüxt. Und das Thema war echt cool. Und dann haben wir da halt jeder da unseren Teil vorgetragen. Und ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Und die Lehrerin, die hat immer wieder zwischen reingequatscht und war richtig Unterricht. Also die anderen haben auch mitgemacht, aber wir standen immer wieder vorne und die Lehrerin hat geredet und geredet und geredet und teilweise dann auch Sachen erzählt, die wir jetzt eigentlich der Nächste, der dran ist, auch gesagt hätten, und nimmt halt dann das Thema weg. Und wir haben uns gelangweilt da vorne. Wir standen fast die ganze Dreiviertelstunde vorne, aber das Referat hätte eigentlich nur, ich weiß nicht, 15 oder 20 Minuten gedauert. Das war echt öde. Und am Ende haben wir dann keine allzu gute Note gekriegt, weil, weiß ich gar nicht mehr warum, ich glaube, weil sie halt so viel gesagt hat und wir das dann, also sie hat es halt vor uns gesagt, ja toll, dann wiederholen wir es nochmal, weil es ist halt Teil unseres Referats und dann kriegen wir die schlechte Note. Das war irgendwie, ich meine, die Lehrerin war auch ein bisschen, naja, aber das war dann, das sind, ich weiß nicht, ich habe mit Gruppenarbeit überwiegend schlechte Erfahrungen gemacht. Und trotzdem finde ich, dass es an sich ja aber wirklich gar nichts Schlechtes ist, sondern halt was du im Leben einfach brauchst. Du musst lernen, in einer Gruppe zu arbeiten, Sachen aufzuteilen und auch mal, ja, Verantwortung abzugeben. Ich meine, es gibt Leute, da gehöre ich auch dazu, wenn es ans Lernen geht, dann wollen die schon auch selber alles wissen. Weil wenn sie gefragt werden, ist es sinnvoll, wenn sie es wissen. Genauso wie es Leute gibt, die sagen, ich kann das alles googeln, ich brauche nichts wissen. Dass du halt lernst, ein bisschen was musst du wissen, aber den Rest musst du nicht wissen. Das können auch andere machen und dir dann das Ergebnis vortragen. Das ist schon praktisch, das sollte man schon auch machen. Aber ich finde irgendwie, ich weiß nicht, in der Schule
funktioniert es einfach nicht, weil ja jeder trotzdem seine eigenen Noten kriegen muss. Auch wenn du als Gruppe benotet wirst, diese Note ist ja am Ende nur für dich. Was die anderen für Noten haben, das ist für dich ja egal. Das steht ja nicht in deinem Zeugnis, steht ja in deren Zeugnis. Und ich finde Gruppenarbeit, da sollte man vielleicht die Noten einfach weglassen. Also einzeln benoten ist genauso doof, wie eine Gruppe insgesamt benoten. Wie siehst du aus? Weil in beiden Fällen kann der Lehrer nicht wirklich beurteilen, wie gut jetzt der einzelne Schüler ist, eben weil es ja eine Gruppenarbeit ist. Und die Gruppe als Ganzes zu beurteilen, ist dann aber auch wieder unfair, weil ja da sich der eine oder andere vielleicht versteckt hat. Und insofern ist mir das bis heute irgendwie ein Dorn im Auge, was Schule angeht, so wichtig es ist. Aber es lässt sich da einfach sehr schwer umsetzen. Das ist zum Beispiel im Sportunterricht viel einfacher. Wir hatten mal, so 8. und 9. Klasse, haben wir unterschiedliche Geräte aufgebaut fürs Turnen. Und waren halt eingeteilt in Gruppen. Jeder sollte ein Gerät aufbauen. Und dann hat man irgendwie, ich weiß nicht mehr, 10, 15 Minuten Zeit gehabt, an dem Gerät dann was zu tun. Und dann ist jede Gruppe zum nächsten Gerät. Dann ging das so schön im Kreis. Und da war eine Gruppe. Ich weiß nicht, ob die kein Gerät zugeteilt bekommen hat oder ob die einfach nicht gemacht hat. Und wir hatten es ganz einfach, wir mussten nur die Matte ausrollen. Und dann hat sich die Gruppe da einfach hingestellt und hat dann angefangen daran zu arbeiten. Und wir dann gesagt, hey, hallo, wir haben es aufgebaut, sollen zuerst daran. Und dann haben die da ernsthaft gemeint, sie müssen mit uns kämpfen. Da gab es echt eine Schlägerei, wäre zu viel gesagt, aber... Naja gut, eine hat geschubst, die andere hat getreten. Es ist an sich schon eine Schlägerei. Es ist nur nicht so schlimm, ist auch nichts passiert. Aber, naja, ne? Die ganze Klasse einteilen in Gruppen. Jeder macht sein Ding. Und dann kommt eine Gruppe und macht da einfach gar nicht mit. Und dabei ist es ja nur aufbauen und dann dran arbeiten. Das ist ja noch nicht mal was benotet wird. Das war halt der Einfachheit halber. Man braucht nicht 20 Schülerinnen, die alle ein Reck aufbauen. So viel Platz ist da ja gar nicht. Aber das ist genau der Punkt. Du kannst Gruppenarbeit schon lernen, ohne dass es benotet wird. Man muss vielleicht ein bisschen darauf achten, was man dann lehrt, also inhaltlich jetzt. Und ich meine jetzt das Thema der Arbeit, nicht die Fähigkeiten, in der Gruppe zu arbeiten. So, das soll's gewesen sein von einem ersten Vlog seit Ewigkeiten. Das ist übrigens... den ich übrigens mit meinem Handy aufnehme, weil ich nämlich ganz, hatte ich gar nicht vor, zu vloggen und darum auch keine Kamera dabei und jetzt muss mal gucken, ob mir das gefällt, wenn ich das nachher schneide oder morgen oder wann auch immer oder ob ich denke, oh je, nie wieder mit Kamera-Handy. So. Ab nach Hause, ich krieg nämlich Hunger und zu Hause warten selbstgebackene Laugenstangen auf mich. Wer kann das schon von sich behaupten? Bis dann und viel Spaß bei Gruppenarbeiten. Und hoffentlich nicht dieselben Erfahrungen, wie ich sie gemacht habe.